und willkommen zurück auf dem Kanal von Bear and the Bee. Ich bin der Bär und wir stürzen uns weiter ins Abenteuer. Und anstatt nach oben uns zu orientieren, klettern wir jetzt irgendwo runter. Ja. Okay, das haben wir schon gesehen. Das ist jetzt quasi nur so ein kleiner Recap. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Genau. Ja. Ah, Hinweis über Hinweise. Du lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Dein Schlüssel als Odin, ne? Also, sah zumindest so aus. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Das sieht religiös aus. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Wow. Wow. Das wird jetzt so ein Totem, oder? Das ist Pazuzu. Pazuzu, wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Hat wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Was ist? Hast du nichts gehört? Genau. Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist hier geschehen? Da schießt jemand. Wo kommt das her? Von unten. Aber wer war so weit unten? Da war keiner so weit unten. Kannst du irgendwas sehen? So weit ist keiner gefallen. Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Nein. Wir haben keine Wahl. Doch. Hol das Seil. Es geht runter. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Tut mir leid, Eric. Wirklich. Du hast alles für diese Forschung gegeben. Mehr als du vielleicht glaubst. Gib dir nicht die Schuld. Ich lag falsch. Hätte die Daten nochmal kontrollieren. Alle Fälle durchgehen sollen. Aber ich war mir so sicher. Ich verstehe, was es dir bedeutet. Tut mir so leid. Na, wieso beide schuld? Komm, Selbstwürst. Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Hm. Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus.
Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Eric, schau mal hier. Was macht ein Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Was zum Teufel war hier los? Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Ich sehe nichts. Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Endlich haben wir auch mal Glück. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Der Unfall war nicht deine Na Schuld. Na komm, packen wir's an. Fokussieren. Leuchte mal den Tank an. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Ach, Himmel. Bereust du es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Also wenn, dann liegt da bestimmt was im Zelt. Tagebuch von Randall Hodgson. 24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung, eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks, eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Saros-Gebirge verbringen werden. Mhm. Langsam wird mir hier echt mulmig zumute. Hat doch hier auch noch was. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over.
Was ist denen zugestoßen? Etwas Wichtiges? Ein Foto von den Archäologen. Von 1946. Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Der Tempel. Er sollte die Götter beschwichtigen. Keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass Narems in Enlis Tempel zerstörte. Unsere Funde legen jedoch nahe, dass der Fluch auf tatsächliche Ereignisse beruhte. Bla bla bla. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Das ist Dynamit, oder? Also die Steuerung ist ein bisschen... Fuck. Das gäbe ein schönes Feuerwerk. Nicht so schön, muss ich sagen. Es ist wahrscheinlich einfach besser, das Ding mit... hier haben wir noch was. Jawohl! Gaffertape. Wahrscheinlich mit Gamepad wäre es wahrscheinlich sinniger. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ah. Hier hat es doch auch mal kurz jetzt geblinkt, oder? Es ist wieder das. Wieso schaue ich mir das ständig das Ding an? Hast du's? Ich hab's. Was du am Stützpunkt meintest, du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem ständig an dich denken. Wie viel Rollen geht es dir nicht auch so? Macht die darum? Ein bisschen. Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Ist gut. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Sie sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Habe ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Mhm. Yalla, yalla. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Klingt mehr nach Ausrede als nach einer Entschuldigung. Weder noch, nur ein Fakt. Blödsinn. Du wusstest nicht, ob Kalos hier funktionieren würde. Rage. Na komm, spuck's aus. Du fühlst mir, Rage. Ob du es glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Man muss nicht immer irgendwas sagen. Schon okay. Wir haben keinen Stress.
Wer weiß, was kommt. Das sollte klappen. Werfen wir ihn an. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Anderen Weg. Hier lang. Okay. Gehen wir. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Liebe Randalls, die Leute hatten Angst vor den Bergen. Hier geht es hoffentlich gut. Unsere allseits Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubisch und hatten Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar 2 Dinar extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. beide sein. Hochachtungsvoll, Aline Junro. Turmbandgerät. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Du warst immer ein Guter. Zu gut für mich. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Bitte kümmert dich um euer Thema. Ich will dich zurück, Rage. Sag's ihm. Du musst loslassen. Gott, das war so falsch wahrscheinlich jetzt. Ich hab einen anderen. War klar. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt.
Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Hallo? Scheiße. Ach, echt jetzt? Was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand fahren! Das ist Rachel! Okay, hier ist Mainland 2-1 Actual. Wiederholen, over. King, hier ist Mainland 2-1 Actual. Hören Sie mich, over. Fuck! Kann ja auch nichts einfach sein. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Nichts. Rachel! Hab dich, Rachel! Hab dich! Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts. Zu dunkel. Komm schon. Fuck! Verdammt, Rachel, halt endlich still! Wir schaffen es, wir schaffen das. Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Nein, das mache ich nicht. Nein.
Engel! Moment! Nein, 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 nein! Rachel! In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft hier doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Immerhin. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Ich glaube, ich möchte keinen Ratschlag. Nein. Nun gut. Zumindest ist es allein Ihre Schuld, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie beabsichtigt waren. Weil was der sagt, beeinflusst mich. Und dann wird's blöd. Das wäre alles fürs Erste. Und in dem Sinne ist der Bär raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.